Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Spiel mit Packy zu einer weiteren Folge from The Survivalist. Und wir haben jetzt gerade sehr schön noch ein neues Labyrinth entdeckt. Und möchte gerne das hier anwenden auf... Ah, hier ist der Bogen jetzt. Okay. Der Bogen ist immer so gut wie die Pfeile. Auch sind, hä? Sehr gut. Mysteriöse Shop schließt. Das ist natürlich uncool. Wir nehmen die Holzplatten mal mit. Das sind irgendwelche Gegenstände, die wir sicherlich später gebrauchen können. Mal die Hacke hier. Es bleibt halt bei Steine, gell? Es bleibt halt einfach bei Steine. Was sehr, sehr schade ist. Damit wird es schwierig, hier einfach Metall zu finden. Irgendetwas habe ich vorhin gehört. Oh! Nein! Das ist einmal etwas, nicht ganz einfach ist, hä? Ich glaube, ich muss einfach nur den wegmachen, weil der heilt diese Biester wieder, also diese Skelette. Kommt er jetzt noch? So, jetzt haben wir ihn weg, komm. Yes. Yes. Sehr gut. Und Schlüssel gekriegt. Also das heißt, wir müssen immer den anderen zuerst machen. Und wir haben einen neuen Affe. Yes. Sehr schön. Hallo Äffchen. Wenn du einem Mehrspieler-Spiel betippst, kannst du nur 5 deiner Affenfreunde mitbringen. Ach, Mehrspieler geht auch noch. Cool. So Äffchen. Ich hätte da... Du könntest da... Was könntest du machen? Weiß es gar nicht. Vielleicht finden wir hier noch eine Waffe. Na, denkst du. Quasige Spitzhacke. Rezept wählen. Es bringt halt alles nichts, gell? Wir haben halt hier einfach nichts, wo wir hingeben können. Solche zerstörten Sachen. So, aber wir haben den Dungeon hier auch. So, Dungeon. Der Shop hat geschlossen. Das heißt, er wird irgendwo anders dann auftreten, hä? Oder wieder zurückkommen. Naja, gut. Haben wir das somit fertig. Wir müssen dem Affen vielleicht noch irgendwie eine Waffe geben können. Leider hier gerade nicht möglich. Gehen wir da wieder raus, hä? Sehr gut. Er hat geschlossen, er ist aber noch da. Ne, er zieht weiter. Okay, er zieht weiter. Und hier hat ganz, ganz viele tote Leute, Skelette. Nicht alle kann man anwählen. Wie gesagt, wir werden uns hier noch ein bisschen weiter umsehen. Aha, ich glaube, ich habe jetzt gerade Eisen entdeckt. Das wäre jetzt geil. Das wäre jetzt geil. Das sieht nämlich nach etwas anderem aus. Das ist nicht nur ein normaler Steinbrocken hier. Bitte, bitte, bitte. Yes!
Wir haben's. Ich wusste, dass es irgendwo in diese Richtung gehen muss, dass wir irgendwo Erz abbauen können. Nice, Leute, wir haben es endlich geschafft. Wir haben es gefunden, dass wir hier Metall finden. So, das heißt, wir werden dem Affen werden wir jetzt das hier überreichen. So, und dann kriege ich hier Platz. So, wir werden jetzt ganz viel von diesen Sachen hier farmen. Falls wir noch ein paar finden. Ah, sehr schön. Könnt ihr da? Sehr schön. Das Problem ist jetzt, muss ich dem eins rüberhauen hier. Mal machen wir, es geht mit allen Sachen hier. Aha. Das nehmen wir alles mit. Money, money, money können wir gebrauchen. Logo. So, und dann schnell wieder auf die Axt zurück hier. Ja, viel hat's nicht. Viel hat's nicht, aber immerhin ein paar Metallsachen. Das passt doch zum Bearbeiten hier. Zum Bearbeiten reicht's. Sehr gut. Sehr gut. Ich habe noch ein bisschen Tendenz, dass ich noch in die Höhle reingehe. Nicht nur Tendenz, wir gehen in die Höhle rein. Ah, look, da hat's auch noch. Da hat's auch noch. Habe ich zumindest vorhin gerade gesehen. Ja. Ich sehe nicht alles, aber... Seriöse Shop hat wieder geöffnet. Junge, wo bist du denn jetzt hin? Genau. Einfach mal das andere Ende. Naja. Egal, wir gehen jetzt noch schnell hier rein, so viel wie möglich von diesen Sachen abzuholen. Oh, das sieht mir schon wieder nach Kampf hier drin aus. Okay. Ja, ich hab's noch gedacht, dass wir die hier noch zerstören. Nein, und hier drin hätt's noch ganz viele Sachen. Können wir auch nicht, Spitzhacke. Haben wir unten nicht irgendwo noch eine Spitzhacke gehabt? Geh noch mal schnell runter. Das ist normales Verarbeitungswerkzeug. Ich dachte, hier unten hatten wir noch eine Spitzhacke. Oder hier drin? Hatten wir hier drin noch eine Spitzhacke? Nein. Hier nicht. Wir haben den Dungeon fertig. Komm. Ich hoffe, der ist nicht wieder geladen. Aber sieht, glaube ich, gut aus. Hier oben müsste es doch einige abtauen, oder? Yes! Lausige Spitzhacke. Ist ja Schnurzpiep egal. Hauptsache Spitzhacke. Dass wir das verarbeiten können. Na, sehr gut. Dann gehen wir da wieder runter. Und werden noch den Rest abarbeiten. Und dann gehen wir zurück. Dann gehen wir zurück, weil dann haben wir ganz, ganz viele Sachen, die wir jetzt hoffentlich weiterverarbeiten können und in der Forschung weiterkommen. Das ist nämlich mein Ziel, dass ich euch noch ganz viele Sachen zeigen kann in der Forschung auch. Da. Da. Wieder laden. Ich habe nämlich mir schon die ganze Zeit gedacht, dass es irgendwo so eine Art Höhle geben muss, wo man eigentlich diese Metalle abarbeiten kann. Und jetzt haben wir sie endlich gefunden, solche Höhlen. Metallklumpen, genau heißen die.
Ja. Alles mal zuerst abarbeiten und dann gehen wir zurück. Dann gehen wir nämlich mal schauen, dass wir diese neuen Sachen, also dass wir die Metallklumpen mal erstens einsetzen können und dann möchte ich gerne in der Forschung weiterkommen. Einfach, dass wir mal alles sehen. Metall, sehr, sehr wichtiges Ding, logischerweise. Das braucht man immer wieder. Und ich bin froh, habe ich jetzt das endlich auch gefunden. Da können wir vielleicht bessere Gegenstände herstellen. Ich weiß nicht, ob wir uns eben als Charakter weiter verbessern können. Das Ziel ist nämlich auch, dass ich mal ein paar Affen auch mitnehme. Auf Jagd. Ist hier auch noch... Hier gibt es mehrere Eingänge, hä? Hier gibt es mehrere Eingänge. Sehr schön. Immer 4 Schläge. Dann ist es weg. Sehr gut. Jetzt haben wir nämlich auch schon einen richtig großen Anteil an diesen Metallklumpen. Hier geht es noch raus. Hier unten und... Es geht aber auch hier oben raus. Wir gehen auch mal oben raus. Wow! Und gleich mal... Oh, oh. Haben wir ihn? Ja. Huh. Glück gehabt. Glück gehabt. So, Affe ist auch noch so einigermaßen okay. Und wir sammeln noch ein bisschen weiter ein. So viel wir hier haben, weil die Welt regeneriert sich ja wieder. Die Welt regeneriert sich ja wieder und dann kommen auch diese Metallteile wieder zurück. Wir müssen nur aufpassen, dass wir da nicht irgendwo in ein Fettnäpfchen treten. Gegnern. Ja, siehst du? Genau das meinte ich. Ich kann nicht mehr schießen, ne? Oh, ein Tiger hat's auch noch, ja, meine Herren. So, wow. Okay, wir haben es knapp geschafft. So, Affe. Ja, der regeneriert sich dann schon wieder. Hier haben wir einen. Deutsch gesagt, einen Saustall ruiniert. Angestellt. Egal. Egal. Haben wir hier noch irgendetwas? Nein. Wir haben wieder etwas entdeckt. Wow. Und Lava. Hey, wo sind wir denn hier? Vulkan irgendwo? Oder? Ich will eigentlich wieder zurückgehen. Ich habe keine Pfeile mehr, ich hab nichts mehr. Ich würde gerne auf Pfeilen bleiben. Katzenbanner wieder. Das müssen wir herstellen wieder. Okay. Dann haben wir hier unten, habe ich noch eins gesehen. Das nehmen wir noch schnell mit. Ein paar Metallklumpen hier. Weiter geht's nicht. Gehen wir wieder zurück. Fleisch können wir leider auch nicht aufnehmen. Oder doch? Nein, können wir nicht aufnehmen. Naja, das ist nicht so schlimm. Das ist ja nicht so schlimm. Dann gehen wir wieder in die Höhle rein. Ich weiß nicht, ob das eine Zeit lang da liegen bleibt oder wie lange. So. Wir gehen da raus. Sofern. Ja, es geht. Oh.
Und gleich mal wieder. Na moin. So, puh, Glück gehabt. Ach, die sind weg. Sehr schön. Dann würde ich doch sagen, suchen wir unser... unser Floß. Na, schöner Moment. Bevor wir unser Floß nehmen. Ich habe Angst, wenn wieder Plünderer kommen. Ich will hier einfach so viel wie möglich von diesem Metall hier gerade mitnehmen. Was wir haben, das haben wir einfach. Ja, oder eben auch nicht. Nimmt die Schaufel, geht halt nicht, gell? Tja, so. Gut. Was? Metall, eben, wollte doch gerade sagen, Metallklumpen sollte gehen. Nein, aber nicht die Steine. Halt, 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 halt. Wenn wir schon wieder einen Platz frei haben, da kannst du die Steine gerade mal abschminken, du. Die Steine nicht. Wo sind sie? Hier. Die Steine lassen wir ganz schön sein. Wenn wir hier etwas einsammeln, dann gehen wir nochmals hier rein. Dann nehmen wir nämlich das Fleisch mit. Und hier oben. Fleisch ist jetzt ganz sicherlich besser als alles andere hier. Hier ist es nämlich. Fleischklumpen hier. So. Ist nicht viel. Ist nicht viel. Unten hätten wir auch noch. Unten hätten wir auch noch. Wenn das auch noch dort liegt. Und dann gehen wir zurück. Dann haben wir es gesehen. Ah, das nicht. Das sind nochmals die Ledermäuse. Ich glaube, wir hatten... Aufpassen, dass wir hier nicht ins... Ja, genau. Lass ich ja nochmals rein. Oh, aber... Schaffen wir den? Nein, nein, ich war ein bisschen zu spät. Ach, komm schon, das machen wir beim nächsten Mal. Oh Mann, wieder so ganz, ganz, ganz knapp. Ach, herrje. Wieder so ganz knapp. Vergesst einfach hier, oder ist das Gold hier? Wow. Also ich glaube, da können wir noch ganz coole Sachen abarbeiten hier. Ja, ja, ja. Da haben wir ganz schöne Sachen. Habe ich jetzt gerade auch noch entdeckt. Schön! Das hier uncool. Der Kätzchen da. Diese Kätzchen, nee. Kätzchen, bitte da bleiben. Mein Affe. Ja. Er rennt mir natürlich nach. Muss er nicht. Ich darf jetzt nochmals reingehen. Alles holen. Ich weiß nicht, ob mein Affe, ob er es hingekriegt hat. Ich nehme es aber mal an, schwer nicht. Naja. Er wird mir dann schon wieder folgen, hoffentlich. Wir holen jetzt zuerst wieder unsere Sachen und dann, wie gesagt, dann gehen wir zurück. Ich wollte ja eigentlich nur noch das Fleisch einsammeln. Ne? Das war ja eigentlich nur noch meine Idee. Dass wir jetzt gegen die Wildsau oder das Wildschwein nicht runterkriegen. Ja. So. Ging doch ganz easy. So. Holen wir den noch? Komm. Nein. So, easy. So muss es sein. Und hier unten haben wir noch vom anderen Wildschwein. Oh nein, haben wir nicht.
Das scheint aber ein bisschen etwas Besseres zu sein. Oh! Provisorische Laterne. Lassen wir mal. Das lassen wir mal. Hier unten hat es noch Fleisch. Ich wusste doch, dass wir hier noch ein paar zerstört haben. So, also den einen zumindest. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir zurück. Dann gehen wir zurück und beim nächsten Mal schauen wir uns die ganzen Forschungssachen an. Wo wir jetzt hoffentlich dann machen können. Wir können unseren Bogen dann wieder mit Pfeilen ausstatten. Hoffentlich auch mit besseren Pfeilen. Und im Off werde ich mich jetzt an den Start wieder begeben, dort wo wir hergekommen sind. Da geht es dann von dort aus wieder weiter. So, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Hoffe, hat euch Spaß gemacht. Machen noch schnell hier eine Pause. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis dann. Bye, bye.